Und herzlich willkommen im Keller. Es ist wieder Zeit für. Oh, Mist, da war es gerade schon. Lassen wir unten liegen. Zeit für ein Danke-Video. So. Und so ein paar Schlaumeier von euch, die sich jetzt wahrscheinlich noch viel schlauer vorkommen. Die haben es ja schon prophezeit, dass ich wahrscheinlich demnächst. Also, was heißt demnächst? Also, es ist ja schon ein paar Tage her. Und vor ein paar Tagen habt ihr prophezeit, dass ich wahrscheinlich demnächst einen bestimmten Gegenstand verschenkt bekomme. Und ihr habt recht. Ich möchte an dieser Stelle betonen, auch wenn mir das natürlich keiner glauben muss, aber es ist trotzdem so, dass die Aufforderung, mir einen bestimmten Gegenstand bitte nicht zu schenken, im Grunde schon absolut ernst gemeint gewesen ist. Und es wäre nun wirklich überhaupt nicht notwendig gewesen, mir besagten Gegenstand jetzt doch zu schenken. Aber ja, ist jedenfalls passiert und der großzügige Schenker möchte im Übrigen in keinster Weise in irgendwie, dass ich jetzt in irgendeiner Form großartigen Aufwand betreibe, um Danke zu sagen. Das respektiere ich dahingehend, dass ich versuche, ein möglichst kurzes Danke-Video zu machen. Aber ein bisschen Danke sagen muss ich, sonst fühle ich mich auch schlecht und das ist dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Du hast mir jetzt auch nicht direkt verboten. Also so gesehen hoffe ich dann, also ich hoffe, du ist in Ordnung, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls hoffe ich, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt doch noch eben entsprechend ein kleines Danke-Video machen möchte. Ja, und vielleicht hast der ein oder andere jetzt schon erraten, es handelt sich um die berühmte Eierkarton-Isomatte mit Ziehharmonika-Effekt. Und die ist natürlich großartig. Also nach dem, was ich jetzt bisher sagen kann, ich habe sie erst noch nicht lange, nämlich genau genommen seit gestern, deswegen habe ich sie auch noch nicht viel ausprobieren können. Und habe heute Nacht auch nicht im Wald gepennt. Aber macht einen hervorragenden Eindruck. Was ich interessant finde, ich hatte vermutet, irgendwie muss man das doch merken beim Draufliegen, dieses komische, diese Wabenstruktur, merkt man überhaupt nicht. Und das Ding wiegt nur 415 Gramm. Also, dass das so super leicht ist, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also wiegt gefühlt nichts. Wiegt ungefähr so viel wie die Bundeswehr-Isomatte mit dem Unterschied, dass das Ding hier halt so rein von den technischen Daten her durchaus für Übernachtungen bis ein bisschen über dem Gefrierpunkt ausreichen sollte, von den technischen Daten her. So eine Bundeswehr-Isomatte, solange man da sich jetzt nicht noch irgendwelches Zeug drunter legt und so weiter und so fort, die reicht ja nur bis, ja, so sagen wir mal 12 Grad, 10 Grad, 8 Grad, je nachdem, was für einen Boden man halt eben entsprechend hat. Aber das ist schon ein deutlicher Unterschied, also von der Wärme der Matte her. Trotzdem mag ich die Bundeswehr-Isomatte immer noch, weil die ja auch gleichzeitig die Rückenstabilisation in meinem Bundeswehr-Rucksack ist. Also das heißt jetzt nicht, dass die jetzt schlecht wäre oder sonst wie, falls sich das jetzt jemand fragt, aber dieses Ding, das ist schon toll. Also unter den Festschaum-Isomatten, die ich jetzt besitze, wird das jetzt mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit für die nächste Zeit so mein Hauptbegleiter entsprechend sein. Und ich werde mich dann dazu wahrscheinlich auch nochmal in irgendeiner Form äußern, sollte ich feststellen, dass die nicht toll ist. Aber dieses Faltsystem, das ist natürlich schon mal großartig und auch die Möglichkeit, sich daraus relativ schnell irgendwelche Sitzkissenkonstruktionen auffalten zu können, das ist ja, das ist halt, ja, das ist schon was Schönes. Und ja, also vielen, vielen herzlichen Dank. Das hätte jetzt aber absolut überhaupt nicht sein müssen. Ach. Ich habe es wirklich ernst gemeint. Ich wollte das wirklich nicht. Also ich kann schon brauchen und ich wollte es mir ja auch privat zulegen, ja? Also das stimmt ja alles. Und ich bin ja auch froh, dass ich das Ding jetzt habe. Aber das hätte ja nicht sein müssen. Also das möchte ich an dieser Stelle jetzt wirklich nochmal betonen. Aber toll. Toll ist schon. Toll ist definitiv. Oh, und dann habe ich ja noch den Fehler gemacht. Ich muss mir das wirklich abgewöhnen. Ich sag euch nie wieder, wenn ich irgendwas haben will. Nein! Dann kriege ich das schon wieder gleich. Das ist schlimm. Das geht nicht. Ah. Ja, jedenfalls habe ich ja den Fehler gemacht in irgendeinem anderen Danke-Video, wo ich auch einen Survival-Abreißkalender bekommen habe. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran. Insbesondere derjenige, der mir das Ding geschickt hat. Vielen Dank nochmal. Das
steht jetzt neben meinem regulären Kalender für 2018 von meiner Schottland-Tour. Ich mache mir immer, wenn ich längere Touren mache, dann selber so einen schönen großen Kalender zum an die Wand hängen. Und da steht er daneben und da wird dann entsprechend immer fleißig abgerissen. 2018 entsprechend. Und ich fand schon ziemlich gut, was ich da teilweise drin gelesen habe. Und der war von Dave Canterbury. Und dann habe ich im Riesenrahmen, glaube ich, erwähnt, dass ich noch kein Buch von Dave Canterbury habe und mich mit dem Typ mal ein bisschen näher auseinandersetzen möchte. Typ ist nicht abwertend gemeint. Und ta-ta-ta-ta! Und was ich jetzt hochschmeichelnd finde, muss ich ja gestehen, finde ich schon. Ja, also da fühle ich mich geschulterklopft. Das ist gleich die Advanced-Variante. Also nicht das Anfängerbüchlein. Es ist ja tatsächlich so, dass man inzwischen in Anfängerlektüre zum Themengebiet wenig neue Informationen findet. Ob ich das jetzt alles kann oder nicht oder für sinnvoll halte, das ist nochmal eine andere Frage. Aber irgendwelche Survival-Tipps, die ich noch nicht gehört habe, habe ich schon ganz lange nicht mehr in, sagen wir mal, Anfängerbüchlein gelesen. Und ich habe eine ausführliche Bibliothek, was Survival-Literatur angeht. Und deswegen finde ich das schon nochmal so als kleines Zuckerle und auch durchaus sinnvoll. Also vielen Dank auch dafür, dass das jetzt die Variante für Fortgeschrittene ist und eben auch von diesem Dave Canterbury. Burry. Oder wie auch immer man den aussprechen mag. Ja, der ultimative Praxisführer für Fortgeschrittene. Ich lese mal den Klappentext vor. Vielleicht haben Sie gerade Ihr erstes Outdoor-Erlebnis hinter sich und planen jetzt die nächste Tour. Oder Sie entdecken bereits seit Jahren die freie Natur. Ganz gleich, dieser Survival-Guide verbessert Ihre Fähigkeiten, eigenständig dort zurechtzukommen, wo andere längst aufgegeben haben. Advanced Bushcraft knüpft an die Grundkenntnisse aus Bushcraft 101. Ich denke mal, das heißt so. An und erklärt fortgeschrittene Fertigkeiten, um sich noch besser und sicherer in der Wildnis zu bewegen. Lernen Sie pflanzliche Medizin herzustellen oder sich ohne Karte und Kompass zurechtzufinden. Stürzen Sie sich perfekt vorbereitet ins nächste Abenteuer. Jo, und dann gibt es hier noch eine Information zum Autor, vielleicht für diejenigen, die den Mensch auch noch gar nicht kennen. Dave Canterbury ist Mitinhaber und Lehrer in einer Pfadfinderschule in Ohio. Sie wurde von USA Today als eine der 12 besten Survival Schools der Vereinigten Staaten ausgezeichnet. Seinem YouTube-Kanal folgen mehr als 450.000 Nutzer und seine Videos wurden mehr als 70 Millionen Mal aufgerufen. Ja, da kann ich abstinken. Bei mir sind's, hab dann ewig nicht mehr nachgeguckt, wie viele Aufrufe eigentlich. Das letzte Mal waren es 2,2 Millionen. Also ein bisschen weniger. ja. Also was ich bisher gelesen habe, fand ich ganz schön. Nicht, dass das Buch deswegen nicht toll wäre und ich mich da nicht wahnsinnig drüber freue. Das wird meine Weihnachtsliteratur. Ich komme jetzt in dieser Zeit nicht viel zum Lesen, aber über die Feiertage perfekt. Ich wollte eh noch, wollte mir schon noch irgendein Survival-Buch bestellen für über die Feiertage. Das kann ich mir jetzt sparen. Also, das ist großartig. Aber ich habe ein ganz kleines bisschen schon reingeguckt. Ich will ja auch noch nicht viel lesen. Ich möchte ja da dann, wie gesagt, freue ich mich immer, wenn ich da ein bisschen Literatur habe. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Liste von Bäumen. Und das Problem in Anführungszeichen, ne? Ich meine, das kann man nicht richtig machen. Das kann man nicht, wenn man ein internationales Buch schreibt, international sämtliche richtigen Baumarten aufführen. Man könnte es vielleicht besser machen. Aber das ist jetzt halt so mein Steckenpferd, das wisst ihr ja. Und er hat da ein paar Survival-Bäume aufgeführt, beziehungsweise aufgelistet, wozu die gebrauchen sind. Das ist an sich auch gut gemacht. Aber das sind halt zum Teil Arten, die es bei uns halt hinten und vorne nicht gibt. Beziehungsweise nur in ganz anderen Eigenschaften gibt. Und deswegen ist das halt das Erste, was das musste ich halt sofort lesen, das Kapitel mit den Bäumen. Und ja, das ist schon hilfreich. Und die Dinge, die man da allgemein jetzt auf alle Kiefern übertragen kann, die stehen hier auch drin. Aber ja, das ist so der erste Dingerich, den ich dazu einfach mal zu sagen habe. Und ich möchte nochmal betonen, das bedeutet in keinster Weise, dass ich mich nicht wahnsinnig über dieses Buch freue. Fast jede Survival-Literatur ist für mich immer so ein kritisch Hinterfragen-Buch. Also ich lese die nicht und denke dann, oh, ja, das muss ich jetzt genauso machen, sondern vielleicht auch nicht und ja, aber da hat er jetzt schon recht. Also das ist immer so, ne? Also ganz normal und in keinster Weise soll das jetzt heißen, dass das hier schlecht wäre. Ich muss es ja auch erst lesen. So. Und das ist es dann auch
schon gewesen. Also vielen herzlichen Dank und ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt dazu das Bedürfnis hatte, doch noch ein Video zu machen, auch wenn das jetzt nicht, sagen wir mal, ausdrücklich erwünscht gewesen ist. Vielen Dank und tschüss.